Moin, moin, liebe Leute, und herzlich willkommen zurück zu Star Wars The Old Republic. Wir befinden uns auf Nar Shaddaa und haben jetzt hier gerade noch eine Mission in der letzten Folge abgeschlossen. Da haben wir schon so einige erledigt, aber noch nicht alle. Gerade hier in dem Sektor noch nicht. Der Corellianische Sektor. Schwieriges Wort, wie ich finde, aber gut. Ja, hier gibt es so beschlagnahmte Gleiter. Ich glaube, die kann man dann in die Luft jagen. Und dann beziehungsweise untersuchen. Was kam da nochmal? Ah, okay, dann kann man hier da so ein bisschen auf den rumfahren. Bewegungstempo um 45% erhöht. Totaler Quatsch, wenn ihr mich fragt. Also braucht kein Mensch mehr. Weil auf der Stufe habt ihr meistens sowieso schon ja, Mounts. Also, dass ihr euch schneller bewegen könnt. So, widmen wir uns mal noch den weiteren Missionen hier. Siege Ukabis Supersoldatenprototypen. Das war schon mal einer. Hab gar nichts davon gemerkt, dass das ein Supersoldatenprototyp sein soll. So, verbesserte Kampfsoldaten sollen wir auch noch eliminieren. Das ist hier quasi die Bonusmission. So, die Supersoldaten befinden sich in diesen Kolto-Tanks hier. Die waren das, okay. Genau, er pumpt die ja mit Stims voll und wir tun jetzt einfach ja, den Rest, indem wir die Kolto-Tanks kaputt machen und die Supersoldaten, die da drin waren, einfach eliminieren. So, Bonusmission ist schon abgeschlossen. Jetzt müssen wir wirklich nur noch die Supersoldaten hier um die Ecke bringen. 3 Stück noch. Jetzt nur noch 2. War denn hier auch noch einer? Ja. Kümmern wir uns doch hier einfach um die. Ach, die kommen schon wieder zurück hier. Ja, relativ schnell. Dann hier in den letzten Koldo-Tank, dann haben wir. Feuer frei. Sehr schön, kehre zu Marowitzen zurück. Keelings Horchposten, da wollen wir hin. Ja, ich hatte das in einer Folge schon mal angesprochen, also Nar Shaddaa ist ziemlich unübersichtlich, finde ich. Gerade wenn ihr so auf die Karte guckt, so geht es eigentlich noch. Aber gibt schönere Planeten. Ich war erfolgreich. Ich weiß. Ich habe die letzten Übertragungen ihres Horchpostens abgefangen. Jetzt kenne ich ein paar Geheimnisse der Republik und ich habe sogar ihre Todesschreie gehört. 2-mal habt ihr den Geheimdienst jetzt schon gerettet. Das vergesse ich euch nie. Und jetzt entschuldigt mich bitte, die Überwachungspflicht ruft. Ja, kein Problem, haben wir gerne gemacht. Malawai Quinn hat sich die Einflussstufe auf Stufe 5 erhöht. Ja, hier wird noch 4 angezeigt. So, wir geben ein Update. Ihr habt einen unverzeihlichen Fehler gemacht. Ihr habt diesen Konflikt gestartet. Alle unsere Geschäfte leiden. Jetzt stirbt ihr alle. Ihr müsst der Exchange-Boss sein. Ukabi, ich freue mich schon lange darauf, euch zu treffen. Der Angreifer.
Ihr habt meine Truppen geschwächt. Doch meine Todesschwadronen warten durch Blut, während wir hier reden. Ich habe schon Leute wie euch getötet, Sith. Und ich werde es wieder tun. Es sieht nicht gut aus. Ich weiß. Aber ich habe an einer Strategie gearbeitet. Wir müssen das beenden. Keine Spielchen mehr. Diese Sache muss beendet werden, egal wie. Unsere Wachen haben ein paar der Verbrecher gefangen genommen. Die Basis der Exchange befindet sich in den Tunneln unterhalb dieses Sektors. Vielleicht sollten wir direkt angreifen. Alle vernichten, die Anführer und Okabi. Das DX-Vernichternetzwerk stimmt dem zu. Vielleicht. Ich denke, ich spreche im Namen des ganzen Schattensyndikats, wenn ich mir erlaube, die Frage zu stellen, ist das überhaupt möglich? Ihr habt dieses Schicksal verdient. Ich sollte euch der Exchange überlassen. Ihr müsst Okabis inneren Kreis ausschalten. Sie wurden alle kybernetisch verbessert. Handgemachte Meisterwerke. So stark wie ein Dutzend mandalorianischer Krieger. Wenn sie tot sind, geht in Okabis Gemächer. Tut, was ihr tun müsst. Ja, das sind wir auch kybernetisch verbessert. Man sieht es in unserem Gesicht. Wir gehören der Rasse Cyborg an. Und das merkt man auch in unserer Kampfkraft. Natürlich nicht, aber... So, hier haben wir noch eine Quest von B9D7. Die Sternhunde. Eine Gruppe von Kriegsveteranen, die der Republik nahesteht, bereiten einen Anschlag auf euch vor. Dann werden sie sterben. Lasst sie nur kommen. Ich habe mehr Leute getötet, als auf einem Friedhof von Coruscant Platz hätten. Ohne Zweifel. Aber die Sternhunde sind keine unerfahrenen Rekruten. Als Republikaner haben sie eine gewisse Abneigung gegen direkte Attentate. Doch sie sind alarmiert. Und haben die Exchange of Nar Shaddaa beauftragt, euch umzubringen. Ich werde mit ihnen fertig. Das haben schon viele versucht. Und sie werden nicht die Letzten sein. Ich dachte mir schon, dass ihr diese Einstellung habt. Wenn ihr schon dort seid, könntet ihr dann bitte das Dossier der Exchange über ihre Auftragsmörder mitnehmen? Geht das? Ich werde sie alle töten. Ich mag es, Attentate auf Attentäter zu verüben. Sie sind immer so überrascht. Dann genießt es. Gerne. So, birgt das Exchange-Dossier. Ja, damit haben wir dann auch nochmal eine Mission erhalten, die uns wahrscheinlich auch wieder dorthin führen wird. Zumindest in die Richtung. Seht schon. Gut, machen wir uns mal auf. Ja, also optisch ist es natürlich eine Wucht hier, die Stadt. Oder der Planet vielmehr. Sieht natürlich auch ganz nice aus. Aber ich bin dann doch lieber auf den anderen Planeten unterwegs. Nar Shaddaa ist so ein Planet, ja, muss sie nicht unbedingt sein, finde ich. Aber wir werden hier natürlich auch alles ja, beenden, was es zu beenden gibt. Also seid gespannt. Und bleibt auf jeden Fall auch dran. So, in der Regel, wenn man hier auch auf den Straßen bleibt, dann kann man die Gegner ganz gut umgehen. Und muss hier nicht jeden Kampf mitnehmen. So, wir haben uns die ganze Karte jetzt von dem Sektor hier angesehen. Das kommt natürlich auch noch wieder dazu, dass wir hier ja, die Map erkunden. So, ich glaube, da wären wir nicht dran vorbeigekommen. Deswegen einmal so. Das machen wir mal so. Okay, da müssen wir auch noch hin, aber wir kümmern uns jetzt erstmal hier um die Schwächung des Feindes. Beziehungsweise müssen wir mal gucken, vielleicht auch die andere.
Nee, ist Schwäche des Feindes, okay. Gibt ja meistens immer nur zwei lilane Quests rein hier, die aktiv sind. So, Kamit. Ist schon mal die erste Person auf unserer Liste hier. Insgesamt können wir nochmal 10 Streitkräfte um die Ecke bringen für die Bonusmission. Sandral. So, so. Und dann fehlt noch Shanda und Munkabi. So, das war auch schon wieder die Bonusmission. Das ging relativ fix. Und Munkabi wartet noch auf uns. Da ist er. Bricht die Tür zu Ukabis Gemächern auf. Mal sehen, ob wir Ukabi selber jetzt auch begegnen. Das sah ja schon etwas wild aus. Benutze das Holo-Terminal. Natürlich ist er nicht da. Hallo, hört ihr mich? Hier ist Maru Wiesen. Ich kann Ukabi nicht finden. Ich bin hier. Der innere Kreis der Exchange wurde ausgeschaltet, aber der Anführer ist weg. Ja, er ist nämlich hier. Ukabi ist hier. Jemand hat uns verraten. Kommt so schnell zurück, wie ihr könnt. Wir können... Na, geschieht ihr recht. Die hat ja viel Mist gebaut in ihrem Job. So, aber ganz verschwinden tun wir noch nicht. Wir müssen hier nur mal erstmal kurz raus. Und dann nebenan gibt es ja noch eine Quest für uns. Die nehmen wir natürlich auch noch mit. So, hier müssen wir rein. Nächste Phase. Siege 5 Verschwörer. Meint ihr, das ist schwer? Ich weiß ja nicht. Ich glaube, das haben wir auch relativ schnell erledigt. Müssen wir jetzt schon erledigt haben. Natürlich. Ja, kommt uns natürlich alles zugute. So, hier haben sich die Republikaner mit der Exchange getroffen und die wollten einen Austausch vollziehen. Und zwar hier mit dem Exchange-Dossier. Und das bringen wir aber natürlich zurück. So, wir benutzen die Schnellreise, um zum Horchposten zurückzukommen. Dort. Da müssen wir nur die beiden Quests abgeben und dann haben wir das auch schon wieder. Ihr kehrt zurück und seid am Leben. Habt ihr es mitbekommen? Die Exchange und die Sternhunde beschuldigen sich gegenseitig für den Tod ihrer Unterhändler. Sie haben einen Kleinkrieg gestartet. Die Wahrheit, so sagen sie, war das erste Opfer.
Also, ich gehe davon aus, dass ihr ein Dossier für mich habt. Ich halte mein Versprechen. Wenn ich mein Wort gebe, halte ich es auch. Loyalität wie die eure führt dazu, dass Allianzen scheitern und Imperien überleben. Dank eures Erfolgs können wir die Vollstrecker der Exchange aufspüren und ausschalten. Jeder hier verdankt euch seine Sicherheit. So sieht's aus, Leute. Ja, können wir auch wieder leider nichts von gebrauchen, aber Credits bekommen wir, Einfluss, Erfahrung. Das ist alles trotzdem wert, Leute. So, da ist Okabi. Was darf sein? Stirbt einer von euch oder beide? Coole Rüstung auf jeden Fall. Widerlicher Wurm. Ihr seid beide erbärmlich. Und nun zu euch. Ihr seid hier, um die Frau und den Verräter zu retten. Ich bin Okabi. Der Hut ist ein Verräter? Godoba. Er brachte euch her und hat uns verkauft? Godoba und die anderen fürchten mich. Furcht vernichtet den Verstand. Seht euch meinen Körper an. Kortosis-Transplantate. Ein intravenöses Kolto-Injektionssystem. Ein holographisches Zielsystem. Ihr seid sterblich. Ich werde ewig bestehen. Das schauen wir mal. Gegen einen Sith hast du auch gut keine Chance. Vor allen Dingen nicht gegen uns. Sprich mit Maru. Ich glaube, der steht nicht mehr auf. Kolto-Injektionen können keine Toten wiederbeleben. Wagt euch nicht, etwas zu sagen. Ihr habt ihn hergebracht. Ihr wolltet mich töten lassen. Ich bin nicht überrascht. Von einem Hutten konnte man ja nichts anderes erwarten. Mag sein, aber ihr habt Okabi gerufen. Sie ist eine Repräsentantin des Imperiums. Widersetzt euch dieser Frau und ihr widersetzt euch der größten Macht in der Galaxis. Boka. Wie könnt ihr es wagen? Ja, ich nehme euer Angebot an. Das Schattensyndikat steht in meiner Schuld. Vergesst das nicht. Warum? Zack. Sie hat zu viele Fehler gemacht. Sie muss ersetzt werden. Ich spreche, dass der unglückliche Verlust von Maru Wiesen unsere Allianz mit dem Imperium nicht beeinträchtigt. Das DX-Vernichternetzwerk wird Daten über die Aktivitäten der Exchange bereitstellen. Sie werden sich erholen. Wir werden versuchen, Sie und alle anderen Feinde des Imperiums auf Nar Shaddaa zu vernichten. Wir versprechen es. Es war meine Freude zu helfen. Ihr verratet mich besser nicht. Wehe, das fällt auf mich zurück. Verstanden. Ja, Leute, das war zumindest schon mal der erste Handlungsstrang hier. Und wir haben Stufe 61 schon erreicht. Mensch, Mensch. Das geht wirklich Schlag auf Schlag hier. So, was weiteres haben wir hier aber jetzt nicht mehr zu erledigen. Dann gehen wir erstmal zu dem Taxi. Und schauen mal, wo der Weg uns jetzt hinführt. Hier in dem Sektor sind wir auf jeden Fall erstmal fertig.
Ja, es gibt natürlich auch viele Ressourcen hier zu sammeln, aber die sind auch immer mit irgendwelchen Feinden verbunden, wo man dann nochmal für kämpfen muss. Wir sammeln die einfach auf, wenn sich das erübrigt. So Leute, dann fliegen wir mal hier zum Duros-Sektor, würde ich sagen. Da haben wir einmal die geplatzten Verhandlungen und bei den restlichen, das sind halt alles nur Heldenmissionen. Deswegen fliegen wir jetzt da erstmal hin und schauen mal, ob es dann da auch noch ein paar andere Aufträge für uns gibt. Meistens ist das so und die eine oder andere Heldenmission, ja, ist dann auf jeden Fall auch vor Ort. Bin mal gespannt. Stufe 61, da sollten wir auf jeden Fall auch nochmal, ja, die eine oder andere Ausrüstung bekommen, die ein bisschen besser ist als unsere. Ja, gerade hier so Armschienen oder auch das Lichtschwert, das sollten wir vielleicht mal verbessern mit ein paar Modifikationen, wenn wir welche finden. Ja, krasse Aussicht. Ja, der fliegt übrigens immer ganz automatisch mit vorgegebenen Strecken. Ähnlich wie die Greifen in World of Warcraft. Ja gut Leute, wir sind im Duros-Sektor angekommen. Dann würde ich sagen, ja, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Und dann schauen wir mal, was wir hier noch so für Missionen annehmen können. Also ich sehe schon, da vorne ist auf jeden Fall eine. Und da werden wir noch einiges zu tun bekommen. Also schaltet gerne wieder ein. Bis dahin, liebe Leute.